So, da wäre ich wieder. Ich habe es ein bisschen dunkler gemacht. Dementsprechend kommt jetzt zum Tragen, wovon ich sprach. Man hat jetzt, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich hier irgendwo hochzuhangeln. Und zwar 1, 2, 3 und ups. Und dann nochmal rumdrehen, bis man richtig an der richtigen Stelle ist. Und dann nochmal so. Und dann wollen wir darüber. Ups. Festhalten. A, hinauf. Zack. Ich sehe was. Wie gut ist das denn? Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Ah, hier war der Speicherpunkt. Ja, ja. Okay. Dann machen wir hier speichern. Ich dachte, es wären die Brunnen. Egal. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Und hopp. Hiya! So richtig viel sehe ich immer noch nicht, aber gut, lassen wir das dahingestellt. Wie war das mit Z? Wir wollten ja nämlich auch mal gucken. Da unten ist Wasser, aber ansonsten gibt es da glaube ich nichts. Mit Wasser ist es übrigens auch so, ne, ansonsten gibt es ja nichts. Mit Wasser ist übrigens so eine Kleinigkeit, musste man drauf achten. Da saugen sich die Klamotten voll von dem guten Mann. Darum kann er dann nicht mehr so richtig akrobatisch tätig werden. Sollte man wissen. Die trocknen dann auch nicht instant, wenn man aus dem Wasser raus ist, sondern erst kurz danach. Der Walljump abgeguckt von Mario. Also Mario von ihm wahrscheinlich und eher. Dort lag er, außer Reichweite, der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Da wollen wir ihm doch mal helfen. Und am besten ist es wie immer, ich rede nicht so viel, sondern lasse euch das Spiel genießen. So, an dieser Stelle kann man ihn unerreichbar für ihn sehen. Für mich ist jetzt unerreichbar das Wissen, wie geht es denn eigentlich weiter? Ich glaube, da kann ich nicht fahren. Darum renne ich mal hier hoch. Gibt es da hinten irgendwas? Nö. Kommen wir wieder quasi mehr oder weniger zum Eingang. Hab's. Da geht es auch nicht weiter, darum flitzen wir hier hindurch. Ich finde, am Anfang schleppt sich dieses Spiel so ein bisschen ein. Es ist jetzt nicht so der... Ups. Ist nicht so der Welthit am Anfang. Und dann irgendwann... Meine Güte. Irgendwann erwischt man sich immer dabei... Mensch, das Spiel fesselt mich jetzt aber doch schon über viele Stunden hinweg. Und es muss wohl irgendwie doch ziemlich geil sein. Ich finde, das kommt bei diesem Spiel ziemlich deutlich an. Mir macht die Story richtig Spaß, auch es ist, weiß nicht, es ist halt wie so ein spielbarer Film. Und immer nur dieser eine arme kleine Typ. Wo muss dieser eine arme kleine Typ hin? Muss er da rüber springen oder muss er hier runter? Er muss vermutlich da rüber springen. Ja. An dieser Stelle sterben wir zum ersten Mal. Ah, er muss da runter. Okay. Bröckel, bröckel. Da geht es ziemlich tief runter.
ich habe die Packung irgendwo da vorne liegen, nach zig Jahren auch immer noch Spaß. Also die Grundschule, das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Nicht mal da war es das erste Mal, dass ich gespielt habe. So solche Stellen im Spiel gibt es häufiger, wo man dann, also nicht anders. An dieser Stelle kriegt man zum Glück noch irgendwie gesagt, was man irgendwie machen soll, aber um jetzt irgendwie ne, das Tutorial am Anfang mal reinzubringen. Später ist das nicht mehr der Fall und dann denkt man sich, Moment, was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen? Und durch Trial and Error und 2 verschiedene Tode bis 4 stellt man dann irgendwann fest, ach, da geht's weiter. Hier an dieser Stelle, wie gesagt, noch nett gemacht. Zack. Ach so. Nur also. Ich meine, solche Sequenzen gibt es häufiger, aber jetzt gerade eben, wie komme ich überhaupt erst in diese Sequenz, ne? Wie mache ich denn jetzt den Anfang, um da weiterzukommen? Gibt's nicht immer. Was ich auch ganz gerne mache, ist irgendwie falsch zielen und dann aufgrund der 3D-Ansicht, die ich falsch gedeutet habe, doch irgendwie in die falsche Richtung hüpfen. Da oben soll man hoch, darum gucke ich immer nochmal hier. Da geht's nur in die Tiefe, darum lassen wir das. Gibt's hier noch was? Da gibt's einen Brunnen zum Trinken, aber ich schwenk mal um. Ich wollte von Savepoint zu Savepoint machen. Ich hatte irgendwie falsch in Erinnerung, dass es, dass diese Savepoints quasi gleichbedeutend mit dem Brunnen sind. War das bei Warrior Within? Ich glaube schon, ne? Achso, hatte ich den Gedanken zu Ende geführt? Warrior Within war schon immer ein Zungenbrecher für mich. Werde ich nicht spielen für euch. Auch darauf folgende Spiele nicht. Einfach aus dem Grund, weil da würde dann meine schlechte Spielart und Weise dann doch zu deutlich werden. Das sind halt Spiele, wo man echt was können muss. Finde ich. Also Warrior Within, der knüppelt schon ganz gut. Darauf folgend wird es wieder ein bisschen lascher, sage ich mal. Aber bei WW ist echt, da knüppelt es teilweise doch ziemlich doll. Wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Okay. Tja, kann man springen oder kann man Wand laufen? Wenn ich an der Wand laufe, ratze ich wahrscheinlich voll gegen diesen Türrahmen. Ah, darum. Hüpfig! Bei Warrior Within haben Godsmack den Soundtrack gemacht. Das knüppelt dann aber auch ganz anders. Das passt zu der sehr düsteren und aggressiven Art und Weise des Prinzen. Ich war damals allerdings, abgesehen mal natürlich von der an sich doch relativ blutrünstigen Atmosphäre, war ich doch dann auch ziemlich überrascht vom Prinzen selbst, weil er halt auch an sich erheblich erwachsener ist als in diesem Spiel, was ja durchaus mit der Zeit vorkommt bei den meisten Leuten. Nee, aber ich weiß nicht, das war so ein Ding so, aha, ist das jetzt noch der gleiche Prinz? Darum ist es geil, das gespielt zu haben und auch durchgespielt zu haben. Aber insgesamt. Oh. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr verspracht mir freie Wahl. Unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk von Azar. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Ja, alt und gebrechlich. Weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen, König Scharaman ist ein gnädiger Sieger.
vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Ich muss jetzt gerade mal kurz auf der Packung spicken. 2003. Also doch ziemlich genau während meiner Rückkehr. Zack. Schlecht mit dem Dolch! Nicht an die Wand! Ein bisschen. Die Dackel ist immer mal wieder dabei. Manchmal nicht schlimm, manchmal ist es richtig. Jedes Mal, wenn ich sie niederstreckte, erhoben sie sich und kämpften weiter. Ich merkte schnell, dass ich sie von ihrem elenden Dasein befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen waren, in meinen Dolch sog. Man merkt übrigens auch daran, ob ein Kampf vorbei ist oder nicht, also eine Kampfsequenz. Wenn er jetzt von alleine seinen Dolch wegstecken tut, das wollte ich jetzt nicht. Oder nicht. Da er es gerade nicht getan hat, war für mich klar, okay. Das war für mich auch so klar, diese Kampfsequenz wäre zu kurz gewesen, auch wenn es gereicht hätte, um jetzt mal zu sagen, ey, guck mal, jetzt sind es Sandzombie. Ich drücke immer automatisch R, ich glaube, achso, das war bei Zelda, ne, wo man durch R drücken passt, die Kamera wieder einsetzt. Ich bin immer nicht sicher, was passiert. Bei R? Ach, R ist Block, ne? Und L ist, verraten wir nicht. Ihr kennt sicherlich so gut, wie welche L ist, die haben verraten. L ist Zeit verlangsamen, bzw. zurückspulen. Kostet immer Sand. Sequenz vorbei.
Doch, durchaus wieder 15 Minuten Video. Ein Flitzer und der Prinz jetzt mal in die Vision. Ich flitze jetzt nach da und gucke, ob er wirklich aufgenommen hat. Für euch geht es in ein paar Tagen weiter. Bitte, folgt mir.